Hallo. Schön hier zu sein. Schön, dass ihr alle hier seid. Es ist ja Ostern. Schönes Fest. Ich bin tief gläubig. Ich glaube zum Beispiel an den Klimawandel. Oder dass die AfD eine missverstandene Satirepartei ist. Oder an den Osterhasen. Und was ein Zufall, ich habe einen Text über einen Hasen dabei. Der trägt den Titel: Wenn der Hase auf die Straße rennt und der Gemüselaster nicht bremst, dann nennt man das Hasigoreng. Der Titel hat eigentlich gar nichts mit dem Text zu tun, ich fand es nur irgendwie ein bisschen witzig. Es geht jetzt los. In einem Waldstück, in dem man fröhlich vor sich hin vegetierte und seine Nachbarn nur sah, wenn sie klingelten, weil man die Kehrwoche nicht gemacht hatte, lud eines Tages das Lidlbein Wildschwein mit seiner Frau Sau zum Nachbarschaftsfest im Herzen der Waldlichtung ein. Dieser Einladung folgten der Hase und all die anderen Waldbewohner. Sie feierten die Nacht hindurch zu einer Musik, die man wohl als Minimal Deep House Art Trance Jungle Down Tech Beat bezeichnen würde. Oder eben einfach Elektro. Auf der Tanzfläche schwingte ein einsamer Flamingo sein Tanzbein. Der Bierstier und die halbe Schwalbe standen an der Bar und gaben sich sowohl die Ehre als auch die Kante. Der Barkeeper war der Trinkfink, der goss den beiden stetig nach. Der Bierstier hatte Stress mit dem Türsteher, dem Gewehrbär, denn dieser war mit der Ex-Freundin des Bierstiers, der Rendezvous-Kuh, ausgegangen und war dabei vom Gewehr zum Sexualverkehr-Bär geworden. Also gönnte sich der Bierstier ein ums andere Mal ein Ich-vergaß-Glas, weil der Schmerz so tief saß. Auf der anderen Seite stand die Heule-Eule, deren Partner soeben von ihr gegangen war. Wer ist denn hier gestorben? Fragte das Fettnäpfchen-Frettchen. Woraufhin die Heule-Eule ihre getreue Keule schwang und dem Fettnäpfchen-Frettchen eine Bereuebeule verpasste. Als bereits das Kind der Eule verstarb, musste die Keule der Auermann, Auerhahn, auch erfahren. Der Hase stand ein wenig einsam in dem Getümmel herum. Er kannte nicht viele der Gäste. Plötzlich hörte er eine Stimme. Hey, Hase! Lust auf ohne Sorgen Drogen? Es war der Feiergeier und bot ihm seine Verschleiereier an. Hinter ihm übergab sich gerade der Speiereier. Klar, warum nicht, entgegnete der Hase, zog sich eine Bespaßenase, betrat die Begasephase und wurde zum Ekstasehase. Nun nahm die Party endlich Fahrt auf. Egal auf welchen Tisch, der Ekstasehase war drauf. Er zog blank, während er sich betrank, er übergab sich am Wegrand, legte einen Waldbrand und fing bald an, erst auf die Parkbank, dann auf den Barschrank und Bäume zu klettern, den Ästen zu blättern, gegen Gäste zu wettern, weil er es nicht mehr verstand. Mir schienen Farben und Formen gegen alle Standarte und Normen. Er fühlte sich wie gerade geboren, mit Energie bis in die schlapprigen Ohren. Er bespaßte die Gäste, war der Held auf dem Feste, denn das Fest war das Letzte. Er lockte selbst die schüchterne leise Meise aus ihrem Neste, bis auf einmal, wumm, ein Tier mit voller Wucht an einem Baum landete. Erst noch waren alle verwirrt, dann jedoch war es ganz klar. Die Kleine hatte zuvor noch an der Weineleine gehangen und war von der Unglückebrücke gestürzt. Es lag die depressive Kamikaze-Katze im Gras. Leicht benommen von dem Ausschlag. Der Ekstasehase, nun nicht mehr in seiner Rasephase, ging zu ihr und hob ihren Kopf. Und aus ihren jeweils glasigen Augen kreuzten sich ihre Blicke, weil sich ihre Blicke eben kreuzten. Sie hatten sich schon einmal gesehen. Der Ekstasehase kannte die Kamikaze-Katze aus dem Internet. Er fand ihr Bild auf Tinder nett. Sie lasziv im Kinderbett. Darum war er geschwind erschreckt. Doch direkt im Affekt hatte er sich nach ihr gestreckt und begann sie zu küssen, sodass Zeit und Raum sich in einem Feuerwerk aus Lichtern und Klängen aufzulösen schienen. Doch in Wahrheit wurde die Party aufgelöst. Auf einmal waren da Bullen, Schweine und andere Tiere, angeführt von Commander Salander, platzten sie in die Feiergesellschaft und wer nicht schnell genug in seinem Bau war, steckten sie in den Ehringen. Ekstasehase und Kamikaze-Katze konnten fliehen. In der Dunkelheit der Nacht streiften sie durch das Geäst, bis sie einen See erreichten. Im zarten Glitzer des Mondlichts auf der schimmernden Wasseroberfläche ergriff der Ekstasehase ihre Patzetatze und machte sie von der Kamikaze zur Matratze-Katze. Ja, Hase und Katze waren am Vögeln.
Sie bestanden sie nicht die Prüfung. Der Hase war recht gut bestückt und daher schissen sie auf Verhütung. Die Nacht war schön, der Ekstasehase noch immer drauf, die Kamikaze-Katze zum Glück nicht tot, aber dafür schwanger und zeugte bald ihre zwei Tinderkinder, ein Blinderfinder und ein Kinderschimmel. Hast du auch welche? So Tinderkinder. Nur gab es ein Problem. Die Kamikaze-Katze und der Ekstase-Hase hatten in ihrer ersten Nacht nicht viele Worte, sondern eher Flüssigkeiten ausgetauscht. Doch die Kamikaze... Ich kann mich so nicht konzentrieren. Doch die Kamikaze-Katze hatte am Kopf so eine Kratzeklatze, denn sie war eine quasi Nazi-Katze. So eskalierte ein Streit zwischen den beiden, der den ganzen Wald erschaudern ließ. Der Ekstasehase war völlig in Rage, raste von der ersten bis zur höchsten Etage, warf um sich mit Teller, Tisch und Flasche und klatschte seine Kamikaze-Katze. Diese jedoch nun als Nazi-Katze unterwegs war, nicht weniger wutentbrannt, alarmierte ihre Kumpanen, bis die Köpfe ihrer Kinder absteckte, ein beliebiges Haus in Brand, was man eben so als Nazi macht. Es dauerte eine Weile, bis sich der Rauch gelegt hatte. Und als es soweit war, fand man den Hasen und die Katze in den Trümmern ihrer Liebschaft, ganz ohne Ekstase oder Kamikaze. Und die Moral von der Geschichte, weil es ist ja eine Fabel und da gibt es immer eine Moral. Wenn ihr auf ein Nachbarschaftsein geladen werdet, nachts, in einem finsteren Wald, und da rennen so Leute wie der Ekstasehase oder der Gewehrbär oder die Kamikaze-Katze rum, dann fragt sie erst einmal, ob sie Nazi sind, bevor ihr mit ihren Tinderkindern macht. Dankeschön.